Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, Schere, Papier. Heute mal von Wanne und Turm des Leopard 2. Und warum wir von hier filmen heute, erkläre ich Ihnen nachher, damit Sie möglichst lange dranbleiben. Das macht sich immer super in den Statistiken. Vorher drei andere Themen: Spenden, Spenden und Elemente des Krieges. Punkt 1, Spenden. Das ist jetzt wirklich ein ziemlich großartiger Punkt, der ganz überraschend auf uns zukam. Die Fans des Deutschen Panzermuseums haben eine unglaublich coole Leistung vollbracht. Die Fans des Deutschen Panzermuseums haben es geschafft, der Familie eines chronisch unheilbaren, schwerkranken Kindes und dem Kind selber natürlich auch zu helfen, indem binnen 4 Stunden durch die Fans des Panzermuseums, ohne große Vorarbeit, ohne dass man die Familie genau kennt, nur auf eine Bitte von uns, über 2000 Euro gesammelt wurden, damit diese Familie von einer völlig ungeeigneten Wohnung, in der der kleine Junge noch ganz gut leben kann, aber absehbar bald nicht mehr leben können wird und die auch noch dazu von Schimmel befallen ist jüngst, in eine viel bessere, größere, lichtere, barrierefreie Wohnung umziehen kann, in der er noch dazu Kinder um sich herum hat im Haus, die auch chronische Erkrankungen haben, was das Zusammenleben unter den Eltern wesentlich einfacher macht. Und diese Familie sitzt in dieser oder saß bisher in dieser kleinen Wohnung, sitzt jetzt noch ein paar Tage nur da drin und hatte die Möglichkeit, in diese neue Wohnung zu kommen, hat genug Geld für die Miete, um die dauerhaft zu stemmen, hatte aber nicht das Geld für den Umzug, die Kaution und ein paar Anschaffungen. Und weil der kleine Junge, der Ben, auch Panzerfan ist, auch hier mal war, wir darüber ins Gespräch gekommen sind, dass die uns mal wieder besuchen wollen würden, wenn es irgendwie geht und wie man das denn machen könnte, sind wir darauf gekommen, dass wir eigentlich die großartige Reichweite des Panzermuseums und die coolen Fans des Panzermuseums dazu nutzen könnten, um zu gucken, ob wir nicht irgendwie durch Crowdfunding das Geld zusammenbekommen. Denn so viele Fans, wie wir haben, allein bei Facebook fast 80.000, da sind ja plötzlich diese 2.500 Euro, die für die Familie so unüberwindbar waren, nicht mehr so viel Geld, weil ja jeder umgerechnet nur ein paar Cent spenden müsste, theoretisch. Dass das natürlich nicht passiert, war klar. Dennoch, wenn nur 100 oder 200 Leute Geld spenden würden, wäre es ja auch schnell zusammen. So war die Idee, das war der Optimismus. Wir haben natürlich die Hoffnung gedämpft und waren auch etwas nervös, was jetzt wirklich dabei rüberkommen würde. Aber oh Junge, die Community des Panzermuseums hat uns so überrascht. 4 Stunden hat es gedauert, da war das ganze Geld zusammen. Wir haben dann ganz klar gesagt, es reicht, vielen Dank, das Geld ist jetzt da, wer jetzt noch spendet, tut das darüber hinaus, nicht mehr zweckgebunden. Und selbst da tickte das Geld noch weiter. Mit Wünschen in den Ausdruck, die stand hier, kauft Ben was Schönes zu Weihnachten und so weiter und so fort. Total großartig. Ganz toll gemacht. Die Familie hat sich unheimlich herzlich bedankt. Es gibt auch wieder ein Facebook-Posting, das Sie bei uns sehen können, wo Sie nochmal selber Worte gefunden haben. Aber egal, also großartig. Sie alle haben es geschafft, dass diese Familie und der kleine Junge, vor allen Dingen, den betone ich jetzt, weil er eben derjenige ist, um den es vor allen Dingen geht, wirklich ein neues Leben starten können. Ja, das ist viel mehr als nur eine neue Wohnung. Das ist ein wirklich neuer Lebensabschnitt für den Kleinen. Und das haben Sie möglich gemacht und das ist total großartig. Museen wollen immer, das heißt immer so schön, soziale Akteure sein, soziale Player, Leute, die in ihrer Community was ändern. Meistens ist damit vor Ort gemeint. Das Panzermuseum ist sehr stark digital und online präsent. Für uns ist offenbar das der richtige Weg und ja, wir haben von 0 auf 100 eine ziemlich großartige Sache gemacht und dafür Ihnen nochmal vielen, vielen Dank, das war super toll. Zweiter Punkt, völlig unzusammenhängend, aber auch wieder Spenden. Die Sache mit Ben ist relativ spontan entstanden, innerhalb von 2 Tagen. Und das, was ich jetzt für Sie bewerbe, ist länger entstanden und ist jetzt endlich umgesetzt worden. Auch Museen leben von Spenden. Also wir freuen uns über jeden Euro, den wir bekommen, denn die Stadt trägt uns und wir bekommen Sachspenden. Aber Museen sind nicht reich. Auch die Millionenförderung, die wir jetzt bekommen, fließt direkt an uns vorbei in die Bauten, in die Ausstellungsgestaltung. Und wir brauchen tatsächlich, wie jedes andere Museum auch, ein bisschen Geld im Alltag und jede Spende erleichtert uns die Arbeit. Das ist die Wahrheit. Nun ist es immer ein relativ großer Aufwand, zu sagen, okay, ich spende einem Museum was und dann sei es Online-Banking oder vielleicht sogar noch ganz klassisch, der Gang zur Bank mit Überweisung und 20 Euro und so weiter und so fort. Das machen viele, dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber die spontanen Sachen gehen viel besser. Also bei uns zum Beispiel im Museum ist es dann die Spendenbox vorne am Eingang, wo die Leute sehr viel Geld reinwerfen, für das wir sehr dankbar sind. Aber das eben spontan tun, das nimmt sich ja keiner vor oder die wenigsten nehmen es sich vor. Und was eben auch spontan geht, sind Online-Kleinspenden. Also man spendet viel eher mal 1 Euro oder 5 oder 10, als dass man einen großen Wurf 20 oder 50 per Banküberweisung macht.
Weil das so ist, haben wir jetzt den PayPal-Button eingerichtet. Das heißt, wenn Sie irgendwas gut finden, was wir machen, zum Beispiel YouTube-Videos oder irgendeine Aktion, die ansteht, oder einfach, weil Sie sagen, Mensch, das läuft ja richtig gut bei denen, die kriegen von mir so einen kleinen finanziellen Schubser, dann können Sie jetzt bei dem Museum, also bei der Museumswebsite, oben rechts auf dieses Geschenkpapier oder dieses Geschenkpaket klicken und dahinter versteckt sich unten der PayPal-Button. Und dann können Sie mit einer ganz normalen PayPal-Überweisung, die ja nur wenige Sekunden dauert, uns das überweisen, was Sie uns geben möchten. Und wie gesagt, wir sind von einem Euro ab an dankbar, alles hilft. Wenn es nur ein Euro ist, 10-mal wird es gemacht und dann können wir schon wieder irgendein kleines Teil kaufen. Also wir hoffen, dass die Niederschwelligkeit des Angebotes dazu führt, dass Sie ab und zu mal Lust haben, uns was rüberzuschießen. Ja, das war's. Unser neues Angebot, helfen Sie uns auf einfachem Weg online. Als letzter Punkt noch die Elemente des Krieges. Für diejenigen, die unter Ihnen nicht wissen, was die Elemente des Krieges sind. Das ist der kleine Sammlungsbereich hinter dem Sturmgeschütz auf der rechten Seite, in dem der Kleinkram versammelt ist, wie man so ein bisschen abfällig sagen könnte. Also Handfeuerwaffen, Gewehre und so weiter, Uniformen, Kriegsspielzeug, Orden und noch ein bisschen Ausrüstung. Dieser Bereich ist uns geschlossen worden. Und zwar ist er uns geschlossen worden von denjenigen Leuten, die für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zuständig sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben in der Ausstellung funktionstüchtige Kriegswaffen. Das sind eben die Waffen hinter Glas. Damit wir das dürfen, ist der gesamte Bereich, sowohl die Vitrine als auch das gesamte Gebäude und die umliegende Sicherung nach den Standards einer Waffenkammer für Kriegswaffen designt. Das heißt, wir müssen natürlich die Ansprüche erfüllen, die an eine Lagerung solcher Waffen gestellt werden. Völlig okay. Nun haben sich leider die Ansprüche oder die Normen dafür in letzter Zeit verändert, seitdem der Bereich Elemente des Krieges gebaut wurde. Weil Kriegswaffen aber nicht sind, wo man ein Auge zudrücken kann, gibt es keinen Bestandsschutz. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern wir müssten den gesamten Bereich entweder immer bewachen lassen, es müsste immer eine Aufsicht drin sein, was wir uns personell nicht leisten können, oder wir müssten den gesamten Bereich auseinanderreißen, neu bauen nach den neuesten Sicherheitsstandards und dann wieder eröffnen. Letzteres könnten wir tun und würden das auch, wenn wir den Bereich noch ein paar Jahre lang zeigen würden. Das tun wir aber nicht. Wie Sie alle wissen, haben wir ja gerade das Geld für die große Umbauauktion bekommen, diese Millionenförderung. Und das bedeutet, auch dieser Bereich wird sowieso aufgelöst und anders verteilt, neu angeordnet. Das heißt, was wir jetzt machen könnten, wäre, wir stecken einen sechsstelligen Betrag in diesen Bereich, um ihn schön neu zu machen und können dann im April vielleicht eröffnen, damit wir dann im September wieder alles zumachen. Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Also haben wir uns entschlossen, dass wir die Elemente des Krieges jetzt dauerhaft zulassen. Das ist auch für uns ganz gut, weil wir da drin die Objekte nochmal sortieren, teilweise restaurieren können, nochmal neu zuordnen können, inventarisieren teilweise, was die digitalen Aspekte angeht, also Fotografie und Aufnahme in eine richtige Online-Datenbank statt alte Akten und so weiter und so fort. Also wir haben auch viel Arbeit zu tun da drin, die wir sowieso machen müssten, um all die Sachen in der neuen Ausstellung benutzen zu können. Also haben wir uns entschlossen, wir lassen den Bereich jetzt zu, weil wir weder das Personal abstellen können, noch das Geld da reinstecken können, um ihn ja wieder begehbar zu machen, bevor wir mit dem großen Umbau anfangen. Das ist der Stand der Dinge. Deswegen sind die Elemente des Krieges jetzt geschlossen und deswegen bleibt das auch leider so, bis wir dann irgendwann groß neu wieder aufmachen. So, und der letzte Punkt, warum stehe ich auf dem Leopard? Der Leopard 2A4, auf dem ich hier gerade stehe, ist momentan der Endpunkt unserer Führung, weil er von unseren Objekten her der Endpunkt der deutschen Panzerentwicklung ist. Natürlich ist er nicht mehr Stand der Dinge. Er wird natürlich, also Sie wissen alle, er wird eingesetzt auf der Welt, aber er ist natürlich in der deutschen Armee nicht mehr so da. Da gibt es mittlerweile wesentlich neuere Modelle. Das Problem, das wir haben, unter anderem damit, dass wir mit dem A4 enden, ist, dass viele, gerade jüngere Leute, diesen Panzer schon gar nicht mehr als Leopard erkennen, weil sie es gewohnt sind, dass ein Leopard einen keilförmigen Turm hat. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wann immer Sie jetzt mal, googeln Sie mal schnell nebenher, wenn Sie Leopard googeln, dann kriegen Sie immer die Bilder von den Waffendeals mit Saudi-Arabien und so weiter. Das sind immer dieselben Pressefotos, immer die Leoparden mit dem Keil vorne. Das heißt, für Leute, die in den 2000ern, 2010ern aufgewachsen sind, ist der Leopard der Panzer mit dem Keil vorne. Für die kalten Krieger unter uns, unter anderem auch mich, ist das der klassische Leopard. Und der Keil ist für viele von uns immer noch der neuere und der nicht richtige Leopard. Das heißt, da gehen die Wahrnehmungen wirklich auseinander. Was natürlich nur bedeutet, dass wir unbedingt einen Leopard mit Keil brauchen. Und den bekommen wir auch. Im Zulauf ist momentan ein neues Exponat, deswegen haben wir hier auch schon so ein bisschen Platz geschaffen. Der Leopard 2A4 bekommt ein jüngeres Geschwisterchen sozusagen.
und zwar ein Leopard 2A5 und da ein Truppenerprobungsmuster, also eine Form, wie sie so nicht in die Truppe gegangen ist, die uns aber eine Annäherung an den modernen Leopard erlaubt, die uns in der Führung erlaubt zu sagen, seht her, das und das ist passiert, hier sind die Änderungen und die für diejenigen Personen, die hier durchgehen, einfach nur die Eindrücke aufnehmen, sagen, also dann können die sagen, ah, schau an, da ist der letzte Leopard, den kenne ich, da bin ich drauf gefahren, da ist mein Bruder drauf gefahren, was auch immer. Das ist das Fahrzeug, was für mich ein Leopard ist. Also der kommt und der kommt in der Winterpause. Das bedeutet 2019, neues Jahr, neues Glück, letztes Jahr der alten Ausstellung mit einem neuen Exponat. Es kommen auch noch andere, aber darüber sage ich noch nichts. Das größte und schwerste ist auf jeden Fall der 2A5, deswegen bekommt er heute eine eigene Meldung und der Leopard 2A4 rückt dann auf Platz 2 der Chronologie der Kampfpanzer. Das war es erstmal aus dem Hause. Bald gibt es neue Nachrichten. Momentan tut sich sehr viel, aber wir machen das Stück für Stück. Wir wollen ja nicht alles Pulver verschießen. Dankeschön und tschüss.